Hallo zusammen und ich grüße euch zu einem kleinen Extra-Video, zu einer Sondersendung nenne ich es jetzt mal, denn morgen ist der 1. Dezember und was bedeutet das? Kalender öffnen. Und ich möchte euch in diesem Video hier darauf vorbereiten. Denn ab morgen früh geht es los, ich werde morgens immer meine Adventskalender öffnen, die ihr alle hier seht. Wir schauen sie uns gleich einmal kurz zusammen an und werde euch den Inhalt zeigen. Und das Ganze wird auch ein bisschen aufgepeppt. Nicht nur, dass ich ab und zu meinen coolen Pullover anhabe, falls ich mich zeige, so ganz unter uns. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das morgens hier auf die Kette bekomme, weil hier ja wenig Platz ist, wie ihr wisst. Und in dieser Box befinden sich auch ein paar Schnipsel, wo es dann täglich lustige Fragen gibt, die ich beantworte. Die haben wir so aus dem Internet irgendwie geholt, die dann irgendwie lustig sein soll, keine Ahnung, albern, Wissen über mich oder einfach so bei so Trinkspielen, wo man auch so Fragen stellt, was auch immer, irgendwas Lustiges. Und dazu werden Kalender ausgepackt. Es gibt den Mai Schoko Adventskalender, den wir uns anschauen. Dann gibt es, herzlichen Dank nochmal an Adre, die mir das gesagt hat, ich finde es mega geil, von Weltbild den Dankeschön-Kalender. Und er kommt euch bekannt vor wie der Amazon-Adventskalender. Den gibt es ja dieses Jahr leider nicht mehr, wahrscheinlich weil er immer so scheiße war. Dafür gibt es den Weltbild-Kalender, der quasi das gleiche Design hat. Und ich hoffe, dass Weltbild da ähnlich viel Quatsch reinmacht, wie bei Amazon drin war. Ich finde es mega cool, den jetzt bekommen zu haben. Dann als Abwechslung, weil sie relativ ähnlich sind, da gleiche Schokolade, schauen wir uns mal den IKEA-Adventskalender an. Und wir schauen uns auch mal den Aldi Nord Adventskalender an, natürlich. Und dann gibt es noch den Boxiland Retro Süßigkeiten Adventskalender. Und last but not least, ihr könnt es kaum übersehen, dieses große Ungetüm, den Brand News Adventskalender. Passend dazu gibt es dann auch ein bisschen weihnachtliche Deko mit diesem Nikolaus hier und einer Weihnachtsstadt. Ob man die im Video sehen wird, das weiß ich noch nicht, denn ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich das hier morgen früh machen soll. Irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Ich freue mich, wenn ihr reinschaltet. Das 19 Uhr Video wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Es kann sein, dass mal mittags kein Video kommt, weil es jetzt extra das hier gibt. Aber je nachdem, wie viel Zeugs ich hier eh da habe und was das hier an Zeit kostet, wird es auch noch mittags ein Video geben. Also mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Und ich freue mich schon riesig darauf. Und ja, ihr seid auch gefragt, immer fleißig zu kommentieren. Ihr könnt mir auch unter jedes Video an einem Tag Fragen fürs nächste Video stellen. Dann gehe ich mal drauf ein. Also sei es was Lustiges oder was euch einfach interessiert, was ihr schon immer mal wissen wolltet von mir oder was auch immer ihr zu erzählen habt. Ihr könnt mir das... Ups, ich muss... Achtung, es könnte Werbung hier erscheinen. Genau, also ihr könnt mir einfach was fragen und im nächsten Adventskalendertag, am nächsten Adventskalendertag wird das dann beantwortet und hauptsächlich geht es aber natürlich auch um die Adventskalender. Ich freue mich echt riesig drauf. Schaut rein, habt einen Kaffee dabei und wir haben einfach eine Menge Spaß dabei. Zusammen. Ja. Also bis morgen.